Und hallo und willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Ich guck mal gerade, weil wir haben hier überall einen Marker. Und ich bin mir nicht sicher, wo dieser Höhleneingang hinführt. Oh, jetzt hänge ich natürlich hier unten. Weil da unten sind wir ja schon gewesen. Hier sind zwei Eingänge. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Höhlenausgang ist, wieder da oben. Der auch hier reinführt. Das kann ich nicht genau sagen. Denn hier irgendwie ist das sehr schwierig. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier schon waren oder auf der anderen Seite. Irgendwie bin ich verwirrt. Hier kommt man auch rein, glaube ich, ne? Oder wo kommen wir jetzt hier an? Ne, das war das, wo wir reingekommen sind hier. Genau. Dann gibt es hier zwei Eingänge hier runter. Okay, interessant. Hier sind wir, glaube ich, als erstes reingegangen. Das heißt, es gibt hier in die Höhle zwei Eingänge. Okay, interessant. Aber hier war sonst nichts mehr, ne? Oder? Warte mal, wir bleiben mal hier. Da unten ist der Schlauch. Ne, hier ist sonst nichts mehr, ne? Ich sehe hier sonst nichts mehr halt. Ich müsste mal, kann ich nach oben schwimmen, um noch ein bisschen mehr zu sehen? Jo. Okay. Da sehe ich noch ein bisschen was. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das was ist oder ob wir da halt schon waren. Weil das hier diese Canyons sind, wo wir Ressourcen farmen können, ne? Moment, da geht es noch weiter. Ach ne, das war die Höhle, wo wir da unten waren, ne? Moment, da geht es aber noch weiter. Ich bin verwirrt. Es wäre toll, wenn wir hier echt eine Karte im Dingens hätten, im Krebs. Jetzt gehe ich noch. Ich gehe nochmal zurück. Irgendwie bin ich gerade verwirrt. Soll hier echt noch was sein? Ne, das kann doch nicht sein, oder? Aber wo war denn das hier? War das hier der Eingang hier? Nicht schon wieder. Au! Muss ich die wieder reparieren? Weil hier kann ich ja nichts machen. Ne, das kann doch nicht sein. Wir haben doch hier alles geguckt. Wir haben doch hier die Organe geholt, beziehungsweise gescannt und dann... Oh, hier nichts mehr. Kann ich hier noch den Scanner auspacken? Warte mal. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich bin, ne? Bin ich da, wo der Punkt ist? Wahrscheinlich schon. Es flackern hier noch andere Dinge auf. Da, die Höhlen rechts und links. Siehst du das? Das ist, Ja, hier war Ende. Oh ey, jetzt komme ich wieder nicht rein. Ja, hier ist Ende. Genau, hier sind wir am Ende vom Dingens. Genau. Ne, hier ist doch nichts. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mit meiner Vermutung vielleicht doch falsch liege. Aber wir hatten halt im Wintergebiet, im Schneegebiet halt das auch direkt nebeneinander. Und es wäre natürlich krass, wenn das hier auch der Fall wäre. Weißt du, du sammelst die Sachen hier ein und hast direkt nebenan eigentlich fast die anderen Sachen. Aber das wäre doch zu einfach eigentlich, weil eigentlich gehe ich davon aus, dass es irgendwo anders ist. Ich bin mir nicht sicher. Also ich gehe mal davon aus, wir müssen... Wir können wahrscheinlich nicht zu Fuß da lang. Tja. Hier war ja sonst nichts mehr. Da war, glaube ich, das Höhlendings hier, ne? Genau, da war die Luke. Da aber auch.
Mein Saft ist aus. Okay, wir halten mal hier fest. Tja, jetzt bin ich echt überfragt hier. Wo geht das hier hin? Ist das hier nur so eine Durchgangshöhle? Ja, okay, ist nur so eine Durchgangshöhle. Ich dachte gerade, hier, das wäre es gewesen. Hier oben wäre der Durchgang. Dann hätte ich aber die Krise gekriegt. Ja, da ist so ein Nebenhöhlending. Da sitzen wir jetzt. Ne, da geht's wieder raus. Und da geht's auf der anderen Seite raus. Da ging es nach unten. Ne, ich bin mir nicht sicher. Ob da oben vielleicht doch noch irgendwas ist? Wir über die Krise kriegen. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Weil ich nicht weiß, wo ich suchen soll. Ich habe oben halt gesucht und nichts gefunden und sonst muss ich hier echt noch mehr Zeit verbringen. Dann, das ist aber blöde. Ich weiß ja nicht, wo ich ihn sonst noch gucken kann in den anderen Biomen. Könnte denn noch was sein? Er sagte, wir müssen die Anlage finden. Ja, aber dazu müssen wir erstmal rausfinden, wo wir suchen müssen. Oder gibt es hier noch irgendwas, von dem ich nichts weiß? Vielleicht. Moment, hier sind drei Löcher. Guck mal, da geht's runter, da geht's runter. Moment, hier sind zwei. Das sieht aus wie ein Canyon-Loch und das ist auch ein Canyon-Loch. Bei Canyon-Loch ist doch nichts drin, oder? Außer Dingens. Warte mal, wenn ich hier rausgehe, direkt da müsste was sein. Und links von mir. Das links von mir ist größer, ne? Wo ist kalt hier, oder was? Ja, wo ist kalt hier unten, glaube ich. Okay. Dass ich noch ein bisschen was zum aufbereiten Wasser habe. Hier ein bisschen was futtern. Oh, das war jetzt nicht so toll. Die haben natürlich ganz schön Wasser gefressen. Großartig. Das heißt, wir müssen definitiv aufpassen. Unsere Ressourcen gehen bald zu Ende. Tja, dann nochmal raus hier. Oh. Ich hoffe mal, Mr. Leviathan ist hier nicht unterwegs. Hier, das ist ein bisschen geschlossener, ne? Die Stelle hier. Hier links von mir, ne? Aber da war ich, glaube ich, schon, oder? Hier. Ja, ich glaube, das ist auch nur Dingens hier. Ja, ich sehe schon Kyanit und so ist da. Gehen wir gerade gucken. Ja, hier ist nur Dingens. Nee, hier sind wir nicht richtig. Vielleicht haben wir doch schon alles abgesucht. Ich bin mir nicht sicher. Da sind wir reingegangen in die Höhle. Da drüben können wir noch gucken, aber da ist auch nichts Besonderes. Sicher. Hier auf der Seite waren wir auf jeden Fall noch nicht, weil hier ist ein Kahl, ne? Oder? Ich gehe mal da drüben in die Ecke. Uff, was war das denn gerade? Warum kamen wir jetzt so schnell voran? Habe ich mich von der Wand abgestoßen oder was? Hier ist mal Kyanit, das hätte ich normalerweise mitgenommen. Hier? Die haben auch Dinge, ne? Ja, hier ist auch das Zeug. Nee, sind wir nicht richtig.
sehe hier aber auch sonst nichts mehr, ne? Da sind überall die Felsschluchten. Jetzt bin ich langsam echt überfragt hier. Die Energie ist auch langsam ein bisschen Banane. Also wir haben fast 50% nur noch der Energie. Das ist alles zerklüftet hier. Geht's zur anderen Seite. Das ist, glaube ich, der eine Eingang, das ist der andere Eingang. Ich sehe hier auf jeden Fall nichts. Das könnte der Ausgang sein hier. Ja, es sieht aus, als könnte das der Ausgang sein. Denn da oben jetzt zum Dingens? Wo ist denn die Seebahn? Da oben. Ja, ich glaube, das könnte nach oben führen. Da könnte sein, dass die Leviathan hier gleich um die Ecke kommt. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie höre ich ihn gerade nicht und sehe ihn auch gerade. Ich weiß, mich ein bisschen irritiert. Aber hier ist so ruhig auf der Seite. Obwohl, das war die Seite, wo wir nicht hingegangen sind, ne? Aber eigentlich müssten wir hier richtig sein. Ich gehe mal hier runter. Ne, hier ist noch so eine Höhle mit Dingens. Ne, jetzt sind wir hier. Ja, also so langsam glaube ich, hier ist nichts. Ich kann hier halt runtergehen, da unten ist halt alles voll mit Dingens. Was mich echt irritiert hier ist, ich höre den Leviathan nicht. Das macht mich ein bisschen stutzig. Moment, hier bin ich rausgegangen, glaube ich, kann das sein? Ich höre nichts. Ich höre nichts, ich bin gerade ein bisschen ruhiger, das tut mir leid. Ich versuche mich gerade ein bisschen zu konzentrieren. Der Leviathan hier irgendwo in der Nähe ist, da oben kreucht. Tja, also ich sehe nichts, ich höre nichts. Da ist was Kleines. Ist das ein Kleiner? Oh, das ist nichts Kleines, das ist was Großes. Aber zum Glück hast du mich nicht gesehen. Das war gerade lucky. Der schwimmt da drüben lang. Okay, also der schwimmt hier nicht lang. Interessant. Okay, aber hier ist ja auch nichts, ne? Ich steig nochmal kurz aus und guck nochmal auf der Karte nach. Tja, da könnten wir nochmal lang gehen, aber ich sehe nichts. Vielleicht, das habe ich nämlich bei Margaret vielleicht im Gebiet dann. Dann muss ich dahin gehen. Oh, hier ist das Ding ins Viech wieder, okay. Die ist schon verdammt groß, die Höhle. Moment, wenn das Viech da ist, dann bin ich doch von da gekommen. Ich bin verwirrt. Aber dann haben wir die Höhle doch abgedeckt eigentlich, oder nicht? Das Einzige, was ich machen könnte, ich könnte da nochmal kurz... Aber da ist ja der Kristallhaufen. Also da war der Eingang. Hier gibt es zwei Eingänge. Jetzt wäre toll, wenn man sich das in Ruhe angucken könnte, dann...
könnte man nämlich genau checken, wo was ist hier. Aber das wäre jetzt zu einfach. Ich sehe nichts großartig. Ups. Nee, das sind alles nur so Cliffs. Das ist nichts vom Dingens. Wie viel Essen habe ich noch? Trinken kann ich noch ein bisschen was? Wenn ich auf 25 runter bin, dann kann ich so einen Barren essen. Problem ist nur, wir müssen gucken, dass wir bald zurückkommen. Tja. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Da ist er wieder. Ich schwimme da wieder lang. Okay. Schon da wieder nach oben, ne? Ja, der dreht da auf jeden Fall, okay. Tja, wir gehen mal hier hin, die Mitte. Oh Gott. Das war eine scheiß Idee. Ah. Gib Gas! Ah. Oh, verdammt. Nein, jetzt habe ich den letzten auch noch weggeschossen hier, verdammt. Ich komme gerade ein bisschen durcheinander. Nein, jetzt haben wir auf jeden Fall keinen mehr, glaube ich, ne? Jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt ist der Saft alle. Großes Kino. Na gut. Wir sind angeschlagen, wir sind leer. Ja. Nicht so begeisternd. Kann ich hier gerade in Ruhe ein bisschen? Ja. Ich vergesse mal rechts und links. Ich hatte, glaube ich, habe ich die Torpedos damals im linken Schacht gehabt? Wir haben noch zwei übrig. Die kann ich noch nachladen und dann ist Feierabend. Ich hätte lieber gern die anderen. Welcher ist jetzt alle? 53%, 53%, also sie sind gleichmäßig leer. Na toll. Okay. Ja, das hilft mir nicht weiter hier. Also, jetzt bin ich wieder in dem Höhlengang, der mir nichts bringt. Da hinten sind halt so Höhlendinger, aber da ist nichts drin. Ich kann höchstens mal in die Richtung noch gucken. Zwischen diesen beiden großen Dingern hier. Und wenn da nichts ist, dann muss ich das wieder auf Rückweg machen. Achso, ich muss jetzt mal reparieren. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Ich weiß nicht, wie man sich sonst hier... Oder lässt ja einen trotzdem los wieder. Ich bin mir nicht sicher. Ich schieße mal drauf. Das habe ich halt auch nicht gecheckt. Wir müssen auch jetzt früher oder später wieder zurück. Dann habe ich zwei Episoden hier, wie ich sinnlos hier durch die Gegend tiger da und nichts gefunden habe. Das sieht ja spaßig. Nein, lass mich hier hängen. Das wird ja spaßig. Ich habe das Gefühl, als wenn hier so ein Echolot manchmal ist. Oder macht das der... Ey, das ist der Dingens, glaube ich, hier, der Krebs oder der Motor oder irgendwas, keine Ahnung. Dass er mir sagt, ey, du bist ja aufgeladen. Tja, der ärgert mich ein bisschen hier, der Leviathan, aber das soll er ja eigentlich auch. Gucken wir mal. Was sagt denn nur so schlaue Karte? Da ist halt ein Loch, da sind nur Dingens. Das andere müsste da drüben sein. Oh oh. Weg, 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 weg. Oh Gott. Weg, weg. Verstecken wir uns wieder hinter den Kristallen. Oder kommt der hier nicht rein? Das Gefühl, der kommt hier nicht rein. Okay,
keine Geräusche mehr? Kommt der hier vielleicht nicht rein? Ist das der bessere hier? Weil bei dem anderen ist er hinterhergekommen, ne? Ne, er ist gegangen. Merkwürdig. Tja. Nee, ich wüsste nicht, wo hier noch was sein könnte. Ich bräuchte mal ein Radar oder sowas hier. Dann bräuchte ich echt ein großes Radar, aber da müsste ich eine Base bauen und da hätte ich keinen Bock drauf. Das müsste ich in dem anderen Gebiet halt auch machen. Bei Margaret. Hier ist alles voll mit Kyanid. Hier ist halt nichts, ne? Das sind alles Schluchten nur. Ich bin mir nicht sicher, ob der von Dingens zu Dingens geht hier. Von Öffnung zu Öffnung, dass hier vielleicht auch zwei Öffnungen sind. Der schwimmt dann oben einmal lang von Öffnung zu Öffnung, kommt dann hier runter, schwimmt hier an den Öffnungen vorbei und geht wieder nach oben. Da habe ich gerade das... dieses Gedrink... Ich glaube, das ist nur der Leber, der Krebs, glaube ich, ne? Was? Habe ich gerade was blöd gemacht? Entschuldigung. Nee, ich habe keine Ahnung, wo hier was sein könnte, wenn denn hier was wäre. Ich glaube, wir gehen wieder Richtung Ausgang. Das hat keinen Sinn hier. Ich habe keine Ahnung. Also hier ist anscheinend auch nichts zu sehen, ne? Aber ich bin zu doof dafür. Ich sehe hier halt keine Auffälligkeiten oder sowas hier in dem ganzen Chaos. Und der Leviathan macht sich gerade besser. Sind hier diese Schluchten halt, ne? Ich gehe mal kurz hier unten drauf und dann gehe ich mal gerade gucken. Wäre toll, wenn man sich hier bewegen könnte in diese Schluchten hoch. Hier, das Schluchtding ist nämlich verdammt tief. Aber da ist halt nichts, ne? Da ist nur das Zeug hier. Da ist der Schlauch. Nee. Nee, ich habe keine Ahnung. Dass wir hier auf jeden Fall wieder langsam rauskommen, weil ich habe nicht mehr so viel Futter. Leviathan finde ich das auch krass. Du siehst halt nur sein Maul von Weitem und denkst, ach, das ist ja ein kleiner Fisch oder so, kommst näher und dann siehst du, das ist sein Maul. Aber das ist, glaube ich, auch absichtlich so gemacht. Damit die in seine Falle tappen und dann kann er sie einfach wegschnabulieren. Tja... keine Ahnung, ich sehe den Leviathan noch gerade nicht mehr. Es wäre toll, wenn man so ein Leviathan-Radar hätte oder sowas hier. Du siehst halt echt nichts, ne? Ich glaube, wir gehen in die Richtung jetzt hier und dann gehen wir raus. Ich hoffe mal, das ist die richtige Richtung. Wo ist denn unser Fahrzeug? Ne, da ist es eigentlich. Aber was ist, wenn ich da lang gehe? Genau in die entgegengesetzte Richtung? Komm, was soll schon schief gehen? Außer, dass der Leviathan gleich vor unserer Nase sitzt. Was soll schon schief gehen? Die Höhle ist echt riesig, ne? Hier, dann gehen wir hier hin, wo nichts ist. Was soll schief gehen? Was ist das hier? Das Zeug ist rot. Also rot gefällt mir ja gar nicht, muss ich zugeben. Wir sind jetzt in die entgegengesetzte Richtung gegangen von... was zum Geier?
Was ist das? Oh, oh. Ich habe so das Gefühl, wir haben gerade... Wow, das Wasser färbt sich. Hier ist ein neues Biom. Bist du böse? Nee. Ich habe ein ganz... Entschuldigung. Ein ganz, ganz ungutes Gefühl dabei. Jetzt bin ich genau entgegengesetzt gegangen. Und hier ist ein Biom. Ich wollte gerade gehen. Ich wollte gerade Feierabend machen. Sonnenrad. Okay, wir gucken uns das Sonnenrad mal an gerade. Das sieht ziemlich abgefahren aus. Ich würde es gerne anfassen, aber es ist wie ein, wie soll man es sagen? Oh, das Problem ist, uns gehen langsam die Materialien aus. Vital signs stabilizing. Okay. Einheimische Lebensform. Pflanzen waren das gerade. Im Meer. Wie ist das Zeug? Sonnenrad, hier. Diese unverwechselbare, pulsierende Pflanze wächst häufig aus grünen Kristallen heraus, die Jade ähneln. Okay. Jetzt habe ich doch noch irgendwas gefunden hier. Wow. Ich wollte jetzt echt aufgeben gerade. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist das noch ein Fisch, den wir noch nicht haben? Doch, den müssten wir eigentlich schon haben. Doch, dich haben wir schon. Okay. Was ist das für ein Biom? Wieso ist hier noch ein Biom? Ich dachte, hier sind irgendwie... Okay. Können wir uns die... Warte mal. Diese Mucke, ne? Hier geht's so unter. Und wo geht's da lang? Ich gehe mal da drüben lang. Das ist nicht ganz so tief. Die Musik klingt nicht gut. Die klingt nicht so gut. Wo kommen wir hier hin? Haben wir echt ein neues Biom gefunden? Wir haben echt ein neues Biom gefunden. Ja, hier ist eine Biomgrenze. Hey, wieso ist mir das nicht aufgefallen? Moment, da ist ein Loch von da oben nach unten. Ach so, weil das ein Berg ist wahrscheinlich, ne? Außer das wäre... Oh, das wäre krass. Diese Musik ist ganz strange hier. Wobei, warte mal. Wenn wir gerade hier sind, dann mach gleich hier ein Ding jetzt dran. Warte mal, aussteigen. Setz hier mal in die Ecke. Direkt den Dingens hin. Wo habe ich den? Fallen lassen. Und beschriften. Fallen lassen. Beschriften. So, neues Biom. Okay. Wir haben jetzt hier den Marker. Hier werde ich nie wieder hinfinden. Ist euch doch klar, oder? Oh je. Und jetzt? Wo kommen wir jetzt hin? Warte mal, geht's da drüben auch noch weiter? Doch, da drüben geht's auch weiter. Gehen wir erst links lang. Das sieht halt so offensichtlich aus, ne? Wenn das da nach Karte nach unten geht, ist das zu offensichtlich. Das sieht echt krass aus. Was sind das für krasse Kristalle hier? Hier geht's auch weiter, oder was? Das Schöne ist der Leviathan. Hier geht's auch nach unten. Die Musik gefällt mir ehrlich gesagt eigentlich nicht. Ich bin jetzt im Überlegen, ob ich nochmal zurückgehe. Erst. Was sind das für riesige Kristalle hier? Ey, wenn man daraus eine Butze bauen könnte, wäre das echt krass. Können wir die scannen, diese Strukturen? Nee, können wir nicht, ne? Doch, können wir. Große Kristallformation. Rotes Beryl. Große Formationen aus rotem Beryl. Roter Beryl ist ein äußerst seltenes Mineral. Diese Kristallformationen sind ungewöhnlich groß und deuten auf eine sehr spezifische geochemische Umgebung hin. Damit sich solche Kristalle bilden können, müssen das umgebende Wasser reich an Beryllium, die Umgebung sehr heiß, zwischen 300 und 650 Grad,
und Oberflächenbrüche oder Hohlräume vorhanden sein, damit die verschiedenen Formationen entstehen können. Oh, es ist also heiß hier unten, ja? Beryllium, ist das nicht eine Art Metall? Wo geht denn das hier hin? Guck mal, das geht so weiter runter. Gehen wir da drüben gucken. Ich mache mal so einen Sneak Peek hier. Hier könnte man vielleicht auch eine Base bauen, weil hier hast du kein Leviathan-Problem und so. Was mich ein bisschen stört, ist, ich muss hier wieder zurück. Moment, ich höre hier schon was. Okay, ich glaube, es ist jetzt nicht erledigt. Ich glaube, ich höre von da unten einen Leviathan. Was? Er ist direkt unter mir. Oh, Schande, nee. Hopp. Oh, nein. Nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg. Du siehst mich nicht. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her hier? Ich habe gleich keinen Saft mehr. Ich muss hier weg. Oh je. Wir müssen hier weg. Ich habe keinen Saft mehr. Ich habe nichts zu essen. Wir müssen hier weg. Also wir müssen hier hin, so wie es aussieht. Aber ich sehe gerade, meine Batterie sagt gleich Feierabend. Und wenn wir hier nicht wegkommen, ist nicht gut. Vor allem, wenn wir hier ein Dingens haben. Ich muss zurück. Also wir haben was gefunden, glücklicherweise. Oder unglücklicherweise, ich bin mir noch nicht sicher. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen sollen hier. Toll, die Leviathane, die scheinen ja hier wie heißt das, einherzugehen? Nein. Doch einher? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Jetzt kommt diese komische Ausdrucksweise. Hier, die gehen ja ein und aus hier überall in der Gegend. Das ist deren Gebiet, glaube ich. Ja, jetzt ist die Frage, wie komme ich dahin, wo ich hin will? Da muss ich hin. Warte, jetzt bin ich immer liegen. Obwohl, wenn da ein Leviathan ist, was ist, wenn ich den Eingang nehme? Aber ich habe die Befürchtung, dass es egal, welchen Eingang ich nehme. Okay, wir sehen zu, dass wir hier kommen. Ich habe noch zwei Dinger. Das heißt, zur Not kann ich noch einmal oder zweimal schießen. Ich hoffe, das wird nicht notwendig sein. Also es ist doch nebenan. Meine Befürchtungen sind tatsächlich wahr geworden. Das ist ja jetzt super optimal. Ich muss jetzt eigentlich Magnetit noch haben, aber Magnetit ist hier, glaube ich, nicht. Das heißt, ich müsste zum anderen Biom gehen. Komme ich hier weg, ohne dass er mich sieht irgendwie? Ich würde gerne hier wegkommen, das wäre schön. Hier ist Magnetit, das muss ich mitnehmen eigentlich. Wir brauchen mehr Magnetit. Ist hier noch Magnetit? Ich sehe gerade nichts. Wenn ich noch was sehe auf dem Rückweg, nehme ich noch was mit. Müssen wir noch ein paar Torpedos basteln, weil die Saugtorpedos sind, glaube ich, am effektivsten. Wenn es hart auf hart kommt, muss ich denn jetzt nach oben hier? Hier ist kein Ausgang. Ja, toll. Müsste mir den Ausgang auch nochmal markieren, glaube ich, ne? Ich müsste dem Leviathan folgen. Das ist echt auf der anderen Seite. Das heißt, du musst durch das ganze Biom schwimmen hier. Uff. Okay. Bin ich denn hier richtig? Da ist die Seebahn. Ne, wir sind auf der falschen Seite wieder, ne? Wir müssen da drüben lang eigentlich. Oder nicht? Bin ich hier doch richtig vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen also einmal schlauchmäßig den ganzen Weg hier lang. Ja, da geht's nach oben. Hoffe ich mal. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir gehen jetzt erstmal hier hoch und hoffen, dass wir hier richtig sind. Da ist mein Ding jetzt fast alle. Oh, die Batterien sind gleich alle. Super optimal. Ich glaube, wir sind hier richtig. Hoffe ich zumindest.
Wir gehen die ganze Zeit, wir halten uns die ganze Zeit rechts. Da. Mach's gut. Geht der wieder? Ne, er hat gemeckert, aber er hat nichts gemacht. Aber da ging es auf jeden Fall nach oben. Würde ich pauschal behaupten. Wir folgen dem Leviathan mal. Ganz unverhofft. Oh, ich stecke fest, okay. Wir gehen die ganze Zeit rechts lang. Das heißt, jetzt geht er da hinten wieder lang. Okay, er dreht da die Runde. Gut, dann geht er weg und wir gehen hier lang. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Ich glaube, wir sind hier richtig. Okay, wir sind wieder raus. Ja, das ist ja schon eine Aktion hier. Wir haben noch was gefunden. Wir sind jetzt wieder raus. Die Episode wird schon wieder mega lang. Ja, da ist der Ausgang. Okay. Tja, dann werde ich nochmal Material besorgen müssen, fürchte ich, ne? Wir brauchen mehr Magnetit. Dass wir hier weiterkommen. Also ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Normalerweise hätte ich das hier in der Zwischenepisode gemacht, aber da ich hier überhaupt nichts gefunden habe, wo ich hier rumgeguckt bin, ja, müssen wir das jetzt in der Episode machen. Aber wir sind zumindest schon mal erfolgreich geworden. Sind schon mal erfolgreich gewesen, so rum. Sind erfolgreich gewesen. Mann, was ist denn los heute? Es ist schon wieder, zu spät. Boah, ich komme hier nicht hoch. Was ist denn los? Es ist zu steil. Zu steil. Okay, warte mal. Wir können gerade noch ein paar Fische essen. Habe ich noch Fische dabei? Nein, habe ich nicht. Okay. Geben wir gerade noch 4 Fische. Und kochen wir uns gerade noch ein bisschen Essen. Ich habe leider auch kein Wasser hier, ne? Ich habe nur das Wasser, was ich hier noch am Dings habe. Essen erstmal 2. Mal gucken. Ich will die jetzt nicht alle kochen. Ach, das passt schon. Okay. Wasser passt noch. Wie viel Wasser habe ich denn in der Tasche? 4 nur noch. Wow, ich habe das andere Wasser schon alles verbraten. Das ist natürlich übel. Ja, komm, dann lese ich kurz noch ein bisschen was. Dass wir das ein bisschen weniger kriegen. Hier, wir sind schon ein bisschen weiter auf jeden Fall. Aber viel haben wir leider nicht geschafft. Das tut mir leid. Aber wir können noch ein paar Informationen lesen, beziehungsweise was lernen noch. Die Episode ist schon wieder zu lang für richtig, ne? Ich muss mal gucken. Das wird schon eine Mega-Episode. Ich habe ja 2 Tage Zeit jetzt hier dann, weil die Episode erst übernächstes Mal kommt. Da kriege ich das hoffentlich irgendwie hin. Mal gucken. Das wird eine Mega-Episode dann. Da haben wir noch ein bisschen was gelernt, hoffentlich. Ich hoffe zumindest, ihr seid auch daran interessiert. Und wir haben den Eingang gefunden. Da bin ich ja schon mal froh drüber. Gucken wir mal. Lesen wir schnell was und dann machen wir schnell Feierabend für die nächste Episode. Der Saturnbaum. Der sieht ganz cool aus übrigens. Diese Pflanzen weisen 2 dicke rote Stiele auf, die sich um eine mittig liegende grüne Zwiebel verflechten. Einige dünne gelbe Ringe wachsen in einer Art zentralen Umlaufbahn um die Zwiebel herum. Schuppige Zungenanemone. Die schuppige Zungenanemone bevorzugt seichte Gewässer und reichlich Sonnenlicht. Sie steht in einer symbiotischen Beziehung mit einer Gattung Leuchtalgen, die auf der Oberseite des Stamms der Anemone leben. Diese Algen gedeihen in der Sonne und erzeugen eine dünne, schuppige Bakterienmatte um den Körper der Anemone, während sie sich von anderen Mikroorganismen ernähren, die die Anemone umgebenden Wasser gedeihen. Das sind die, die wir ganz am Anfang gesehen haben hier. Sprießende Rosen, Riesenseerose. Sobald die sprießende Riesenseerose Richtung Sonne wächst, entfaltet sich das Hauptblatt zu einer Flächerform. Die kleineren Sämlinge entlang der Basis beginnen sich um den Hauptstiel zu wickeln und bilden einen dickeren Stiel, der fester im Boden verankert ist. Okay. Tafelkoralle, das sind ja die, die wir ja gesammelt haben noch am Anfang. Eine Art Steinkoralle, die häufig an Felsvorsprüngen wächst. Steinkorallen haben gehärtete Außenskelette aus Bioverbundstoffen. Die Polypen der Korallen wachsen kontinuierlich in dünnen Schichten nach oben und außen und erzeugen so das Erscheinungsbild einer gegrillten Tafel. Nee, stimmt, das waren die, die ich probieren wollte, zu, kaputt zu machen, aber das ging nicht. Das waren nicht die roten. Tangwurzel. Im Gegensatz zu seinem Namen ist der sichtbare Teil der Tangwurzel ein dicker, verdrehter Stiel. Das Wurzelsystem verankert sich tief in den Felswänden der Höhle. Einige Tangwurzeln tragen Pusteln entlang dieses Stiels, die von der Pflanze gebildet werden, indem sie langsam giftige Stoffe absondert, die von ausgedehnten Wurzelsystemen absorbiert wurden. Brotan kann für Ressourcen geerntet werden, die bei Fabrikation Verwendung finden. Das hatten wir schon.
verwelkte Riesenseerose. Sie haben auch gesehen, die sind ganz schön riesig, muss ich zugeben. Irgendwann stirbt die Riesenseerose, während das große Blatt eine Fläche bietet, um effektive Photosynthese zu betreiben. Es sind nur begrenzte Nährstoffe in der Erde gespeichert, die ihr schwimmendes Wurzelsystem umschlingt. Wenn einer reifen Seerose die Nährstoffe ausgehen, beginnt sie zu verdorren und sinkt auf den Meeresboden zurück, wodurch der Zyklus erneut beginnt. Die verwelkte Riesenseerose liefert Nährstoffe für das Wachstum junger Keimlinge und vorübergehend auch für andere Pflanzen und Tiere. Ein Kreislauf, wie man so schön sagt. Wendelalraune. Wendelalraune wachsen in Korallenriffen mit gemäßer Temperatur. Ihr belaubter Schirm fängt Sonnenlicht auf und spendet der darunterliegenden Knolle Schatten. Okay, Wickelpilz, den haben wir ja geerntet. Wickelpilz erinnert an Muskelfasern und enthalten starkes, aber leichtes Fasermaterial, das zur Isolierung und zum Druckausgleich nützlich ist. Sie leben in Symbiose mit der Kolossqualle, die eine sichere Umgebung für ihr Wachstum bietet. Die netzartigen Pilzfasern filtern wiederum Schwermetalle aus den Emissionen der darunterliegenden Quelle. Wirbelkragen. Wirbelkragen sind Unterwasserpilze mit einem inneren Gehäuse, das von einer wirbelnden Chitinstruktur umgeben ist. Über die äußerst ungewöhnliche Morphologie des Pilzes ist derzeit nichts bekannt. Zweisichelblatt. Wo habe ich die denn gesehen? Das fällt mir gar nicht auf hier. Nanu. Das Zweisichelblatt ist eine Variante des Lunablatts und wächst im flachen Wasser. Zweige wachsen aus dem Hauptstamm heraus und jeder Zweig entwickelt eine Kammer. Jede Kammer wird durch ihren Zweig versorgt. Wenn ein Zweig abstirbt oder zerstört wird, nutzen die Kammern des anderen Zweigs die zurückgelassenen Nährstoffe. Schließlich nimmt eine neue Kammer den leer gewordenen Platz ein. Auch nicht schlecht. Okay. Haben wir noch was gelesen? Wieder was gelernt? Ich würde sagen, ich mache hier an der Stelle wieder Schluss. Und dann schaue ich mal, dass ich wieder zurückkomme, nochmal ein paar Ressourcen sammle und oh, Backe. Dann werde ich die Seebahn wieder verkürzen, so wie es aussieht. Ich weiß noch nicht genau, was wir mitnehmen. Teleporter wäre natürlich nicht schlecht, aber da muss ich halt das Gerät zurücklassen. Das würde ich auch ungerne. Da muss ich nochmal schauen. Es gibt noch einiges zu tun. Wir haben den Eingang gefunden. Wir müssen noch was mit den Leviathan machen. Und hoffen, dass wir da unten was finden. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, wir nehmen die Sachen dann wahrscheinlich mal mit. Und gucken dann mal, wo es hingeht. In der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.